Und da sind wir auch wieder zurück aus der Pause. Es ist immer noch Ezuka Supremacy gegen TOHH Gaming aus Hamburg. Und ja, wir sind hier zum dritten Game. Wir gehen den ganzen Weg und wirklich letztes Game. Ezuka nach so einem Late Game noch einfach den entscheidenden Teamfight gewonnen und damit wirklich das Game dann für sich entschieden. Bring uns damit hier zum dritten Game und jetzt sind wir wirklich gespannt hier, wer denn ins Finale hier einzieht, denn das ist das Halbfinale der dritten Season der Uniliga schon. Und ja, beide Teams jetzt haben sich schon bis ans Äußerste bekämpft und jetzt müssen sie nochmal in ein drittes Game ran. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist auch mental eine ziemliche Belastung für beide Teams. Wir haben beides gegeben. Vor allem Hamburg nach den ersten 40 Minuten, wo es doch aussah, okay, sie haben es gleich geschafft. Die Base von Karlsruhe war komplett down, bis auf den Nexus, der auch nur noch 1.500 HP hatte. Und dann verlieren sie nach und nach Boden und dann ein Ace und das Spiel ist komplett vorbei. Das gibt natürlich jetzt einen großen Motivationsboost für Karlsruhe, die sagen, okay, sie sind schlagbar, wir können es schaffen, wir spielen nächste Woche das Finale. Und ich denke mal, da ist es auch sehr wichtig, sich da jetzt nicht zu überhypen, sondern einfach solide runterzuspielen und nicht komplett zu überdrehen. Ah, du sagst es, aber ich glaube, jetzt so langsam wird es ein bisschen schwierig, weil, ne, man weiß ganz genau, es ist das letzte Game. Nur noch jetzt können sie gewinnen. Und wenn du halt schon gerade jetzt auf Seite von Hamburg eigentlich das zweite Game ja auch in der Tasche hattest und das halt einfach wirklich nur in den letzten 5 Minuten abgegeben hast, dann ärgerst du dich schon ein bisschen. Und jetzt natürlich, dass dann alles so ja brenzlig wird. Hätte sie halt nicht gedacht und deshalb mal schauen, ob sie ruhig bleiben können, ob sie wirklich jetzt immer noch die ganze Sache gezielt angehen und auch in der Pick- und Bann-Phase jetzt keinen Fehler begehen. Jetzt natürlich können natürlich die Mindgames komplett ausrasten. Also natürlich haben sich jetzt hier einige Picks als ziemlich stark bewährt oder als Comfort-Picks hier bewährt. Ich weiß nicht, Shen sah eigentlich ganz solide aus, aber auch so wie Miss Fortune immer noch ist halt einfach, Thorax mag einfach Miss Fortune zu spielen und vielleicht. Wenn man da echt, überlegt man sich da echt einfach mal den wegzunehmen, den Champion, und einfach mal zu fragen, ja, Torex, was hast du denn noch so in petto? Und wir springen auf jeden Fall direkt in die Pick- und Bann-Phase rein. Und ja, mal schauen auf jeden Fall. Ich denke mal, hier ist ein kurzer kleiner Fehler passiert. Werden wir auf jeden Fall ja, gleich direkt fixen. Und ja, mal schauen auf jeden Fall. Da scheint hier wohl kleinere Probleme zu haben. Das ist wieder direkt der Client Trash. Das heißt, wir müssen mal kurz warten, bis Spieler wieder connecten und dann upsala. Hab gerade gemerkt, die Lobby, die aufgemacht wurde, ist Blind Pick. Das ist relativ blöd. Dass wir dann da nochmal neu ein. Ja, machen wir alles jetzt mal eben schnell fertig. Währenddessen kann ich euch nochmal sagen, ja, wir sind ja schon, wie gesagt, im Halbfinale. Das heißt, nächstes Wochenende ist das große Finale und das wird nicht wie gewohnt online stattfinden, sondern wir werden offline das Ganze casten, beziehungsweise Teams werden immer noch online sein, aber wir werden in Bayreuth vorzufinden sein. An der Uni werden wir für euch das Finale da live casten, auch in deren Studio da in Bayreuth. Es wird ein Public Viewing geben. Ihr könnt da gerne vorbeikommen, könnt natürlich da uns dann zuschauen und natürlich, ich weiß nicht genau, wie das aufgebaut ist, aber ich denke mal, wird es da ziemlich cool sein mit den ganzen Leuten, die da vorbeikommen. Einfach mal wirklich, als wäre man in der LCS sozusagen und die Uniliga da betrachten, das große Finale. Denn ja, diese beiden Teams, wer davon gewinnt, muss gegen Tribal Esports Aachen antreten. Und ja, dementsprechend, die haben wir uns gedacht, dann kommen wir mal alle zusammen nach Bayreuth. Wer da in der Nähe ist, kann natürlich dann gerne vorbeischauen. Informationen dazu, falls ihr da welche benötigt, macht ihr einfach ein Ausrufezeichen Finale in den Chat. Dann kriegt ihr direkt einen Link für die Facebook-Veranstaltung. Da findet ihr alles Mögliche, was ihr braucht, Adresse und sonstiges. Und ja, dazu gibt es auch noch ein paar Workshops. Da würden euch auch noch Sachen gezeigt, wie zum Beispiel, wie mache ich ein Uniliga-Team an meiner eigenen Uni und sonstigem. Alles rund um den E-Sports, wenn man da natürlich sich da ein bisschen schlau drüber machen will, helfen wir euch natürlich und ja, könnt natürlich auch uns einfach treffen, ne? Einfach mal mit uns ein bisschen quatschen, falls ihr da irgendwelche Fragen oder sonstiges habt. Und ja, wir haben auf jeden Fall schon schnell die nächste Lobby fertig gemacht, also dauert nicht mehr lange, damit wir ins Game springen. Ja, vor allem kommen wir noch auf der Aftershow-Party, noch vielleicht zwei, drei Apfelschorlen trinken und sich da auch mal ein bisschen so über das Projekt unterhalten. Vielleicht sehen wir ja auch ein paar neue Gesichter, die sich da interessieren. Einfach mal, wie läuft das ab? Wie kann man starten? Wie geht das weiter? Und auch die nächsten Pläne, die wir haben, weil wir sind ja nicht nur, wir sind ja gerade erst am Anfang. Wir haben noch sehr, sehr viel vor und wir werden auch noch sehr, sehr viel erreichen. Ja, also wirklich, wir sind hier alles, ne, Studenten, machen das alles freiwillig und wenn ihr da auch einfach mal Bock drauf habt, ihr wollt den E-Sports ein bisschen vorantreiben, dann natürlich könnt ihr auch euch gerne an uns wenden. Wir können immer genug Unterstützung
gebrauchen und auch gerade in anderen Spielen, zum Beispiel Overwatch oder sonstigem, ne, kann man nie genug Leute haben. Wir haben da auch schon mehrere Cups schon veranstaltet in Richtung CSGO, ist glaube ich so das zweitmeiste, Hearthstone, Overwatch, alles mögliche ist bei uns vertreten. Und wenn natürlich neue Titel dazukommen, wer weiß, vielleicht auch H1Z1, wenn das mal competitive ist, ist ja zurzeit irgendwie im Trend, dann überlegen wir uns auch vielleicht mal darüber was zu machen. Also wir sind auf jeden Fall da bereit, auf jeden Fall unseren Horizont zu erweitern, sage ich mal. Und wenn ihr natürlich da mithelfen wollt, wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr natürlich da auch ja gerne uns einfach mal anfragen. Und am besten wäre es natürlich dann persönlich, privat in Bayreuth, ne, mit einem Apfelsaft. Da kann man es natürlich am besten überzeugen. Und ja, auf jeden Fall, denke ich mal, wird das da eine coole Sache sein. Ich freue mich drauf, ich bin richtig hyped drauf, mal wieder ja alle Leute so zu sehen. Ist immer eine coole Sache, so übers Internet. Ne, ist ja... natürlich ist es einfach besser, wenn man sich dann einfach mal privat trifft und dementsprechend, ja, bin ich auf einmal jetzt hyped, die Lobby ist fertig, die Teams sollten auch so schnell für nicht mehr lange brauchen, einer ist noch kurz auf Klo und danach sollten wir direkt in die Pick-and-Ban-Phase starten. Ja, das auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, wie wird es jetzt aussehen mit der Ban-Phase, weil wir haben ja jetzt schon gesehen, der Kha'Zix sehr oft draußen, Orianna nach dem ersten Game auch wieder raus. Wenn man jetzt überlegt, okay, wir hauen jetzt vielleicht mal eine Miss Fortune raus, also dann werden natürlich wieder andere Champions offen, die dann gepickt werden können. Womit ich rechnen könnte, wäre zum Beispiel ein Mundo-Bann auf Seiten von Hamburg. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber bis jetzt der Anfang bleibt ziemlich gleich. Also Kha'Zix und Jhin erstmal direkt rausgenommen, hat sich nicht viel verändert. Orianna immer noch, also da möchte Izuka nicht einfach mal Ice Cube diesen Champion geben. Wieder Zyra, immer noch das gleiche, noch nicht hat sich verändert. Jetzt der Ashe-Bann, obwohl wir Ashe noch gar nicht gesehen haben hier. Lotonato, also mal schauen, vielleicht hat man da ein bisschen sich da reingefuchst. Und ja, wird das jetzt interessant sein. Malza ist raus, deshalb, ich denke mal, das wird ein AD Carry First Pick. Scheint wohl doch der Varus zu sein. Und wie gesagt, Varus ist wirklich so dieser Champion, der auch schon gestern die Season ein bisschen bestimmt hat. Jetzt immer weiter, funktioniert immer mehr oder weniger. Jetzt ist aber so, dass Dexonin und Chris ihre beiden Comfort-Picks haben mit dem Lee Sin und der Poppy. Ja, auf jeden Fall. Also Dexonin hat lange darauf gewartet. Beim dritten Game passiert es jetzt endlich, dass er seine Poppy spielen kann und halt wirklich mal zeigen kann, jetzt ihr. Was er dann alles mit der drauf hat, zusammen mit Lee Sin, ist das einfach eine wunderbare Kombo. Einfach so ein Flash-Stun in die Wand rein, Lee Sin kann von weiß nicht wie viel Meter connecten halt zur Poppy springen und dann mit dem Q natürlich. Ist natürlich interessant. Und ja, mal schauen auf jeden Fall, ob sie da den Fokus anders legen, ne? Weil bis jetzt, die ganze Series über, war es Botlane, einfach nur Botlane-Party, ganze Zeit drüber. Und natürlich, da ist es mit der Poppy, mit dem Teleport natürlich möglich, dazu zu stoßen, aber ist natürlich nicht so gut wie mit einem Shen. Und ich sehe hier eine Shyvana auf Seiten von Striker. Halleluja! Auf jeden Fall, nach dem Shyvana Rework war Striker eine der ersten, die versucht haben, Shyvana zu spielen. Mit mehr oder weniger Erfolg. Es ist immer so, dass er dann auch ein paar Bans sogar gezogen hat auf Shyvana. Ist natürlich die Frage, wie es jetzt weitergeht. Wir haben natürlich sehr guten CC-Follow-up mit dem Nautilus. Ist auch eine solide Landing Phase gegen die Poppy. Er wird zwar nicht dominieren, aber wird auch nicht unbedingt jetzt reingedrückt. Klar, Poppy wird stärker sein im Early Game vor allem. Aber es ist natürlich auch immer eine Sache, wie kriegt man jetzt rein. Aber die Sache, dass sie jetzt wirklich wieder ihre Standard-Comp spielen. Aus der Janna und der Jinx, die jetzt gerade von Tornado und Wassermann eingeloggt wurden. Das heißt, wir haben eigentlich schon wieder dieses Hamburg-Spezial. Und das ist eine Comp, die haben sie sehr lange gespielt, auch kaum ein Game damit verloren, damit haben sie schon damals im Wildcard-Turnier angefangen und es komplett durch die Season durchgezogen. Ja, und das wird auf jeden Fall jetzt richtig interessant sein. Also es ist eine ziemlich safe Botlane, die natürlich wunderbar skaliert, aber auf der anderen Seite hast du halt wirklich da jetzt auch im Jungle einfach mal ein Hyper-Carry. Shyvana, die einfach mit 2-3 Items aus dem Jungle kommen und bitte diesmal mit ordentlichen Items, nicht einfach mit irgendwelchen Random-Items auf einmal dazwischen durch. Vielleicht natürlich mit Shyvana, wenn auch so ein Champion da kämpft, könnte man sogar noch ein bisschen verstehen. Kann auf jeden Fall da jede Menge reißen, gerade wenn du halt so viel CC noch für den Team hast, ne? Nautilus, wunderbarer Pick, der hält hier so die Leute fest, slowt sie alle, gerade wenn er dann einfach mal die Jinx ultet, dann kann Smiker da einfach nur komplett ausrasten, den Schaden mit Shyvana hat man da auf jeden Fall eigentlich immer am Start und jetzt sind wir noch gespannt auf die letzten beiden Picks, es scheint wohl auf jeden Fall Ahri und Sona zu werden, also da, Sona, ne, hat man da vorgesehen, was das bringt und mit dem Varus zusammen. Sollte das eigentlich auch gut funktionieren, wieder jede Menge CC. Ahri ist auch ein solider Pickup in der Mitte und von daher
Na, bin ich gespannt drauf, wie sie das ausspielen. Ja, sollten sich jetzt für den Sven entscheiden, ist es wirklich die Standard-Comp, die Hamburg immer gepickt hat. Natürlich ist jetzt die Situation, Karlsruhe konnte sich die Sona sichern, wussten auch ganz genau, okay, sie spielen gegen Janna Jinx. Das ist eine Lane, die im Early Game vor allem auch nicht unbedingt die schwache Laning Phase von Sona punchen kann, weil sie selber nicht unbedingt die aggressivsten sind. Dadurch, dass dann auch noch Varus ein sehr, sehr guter Early Game Champion ist, durch seinen Poke, durch seinen Standardschaden, sind sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jetzt hat sich allerdings Ice Cube doch für die Sundra entschieden, hat man auch gesehen, dass es eben sehr, sehr stark war, aber gegen Ahri ist immer so eine Sache. Treffen die Spells ist es stärker, wenn Ahri es schafft, wirklich einmal ahead zu kommen, hat sie da richtig Probleme. Auf jeden Fall, also Ahri mit einem Charm kann sie da wirklich krasse Leute rausnehmen. Und das ist auch ein bisschen so die Sache, also du hast wirklich auch oben auf Poppy gegen Nautilus, wird jetzt nicht viel passieren. Und selbst wenn Chris da vorbeikommt, wird es eigentlich schwierig, da Lime-Noah wirklich zu töten. Auf der anderen Seite Botlane, ich denke mal auch, dass da beide eher farmen wollen. Also auch wenn da, sag ich mal, Varus so ein bisschen mehr Schaden haben. Im Großen und Ganzen, einfach weil es eine Janna ist, werden sie da, glaube ich, nicht gut zum Zuge kommen. Und auch der Jungler bringt ja kein CC mit sich. Ne? Das muss man bedenken. Striker, der kann da gegen eine Janna nicht viel machen. Die macht einen Tornado, macht einen Monsoon und Striker ist halt kommt nicht ran. Und das ist ein bisschen so die Sache, dass sie da halt einfach, ja, sich einfach hochfahren werden. Es wird schwierig sein, denke ich mir, für Chris jetzt hier die Ganks zu landen. Wenn, dann wirklich kann er Ice Cube unterstützen, Vexonen unterstützen. Ich denke mal wirklich, Botlane sollte Feind sein. Aber wenn es ums klare Scaling geht, dann einfach sieht für mich Izuka besser aus, einfach weil es eine Shyvana ist, anstatt nicht Sinn. Alles auf jeden Fall, müssen wir auch mal überlegen, klar. Shyvana ist sehr, sehr stark, weil sie dran ist. Da ist dann aber die Situation, wenn sie es schaffen, wirklich Nautilus und Shyvana gleichzeitig mit dem Monsoon wegzunocken oder auch nur Lee Sin Kick oder so, dann haben sie natürlich wieder Probleme, wieder reinzukommen. Und dann hat man natürlich die Jinx mit dem Jungler-Schild drauf, die sehr, sehr starke DPS hat. Auf der anderen Seite natürlich Izuka, der starken Engage. Varus Ultimate, Ahri Charm, Nautilus Ultimate, vielleicht sogar Sona vielleicht Engage, wo man ja auch eben gesehen hat, dass er wirklich in der Lage ist, auch diese Crescendos ab einem bestimmten Punkt zu setzen, wo es dann wirklich zählt. Und das hat Izuka eben das Game gewonnen. Und wenn sie es jetzt nochmal schaffen, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr stark. Dann ist ja auf jeden Fall ordentlich was los. Und das wird es auf jeden Fall in diesem Game auch sein. Mit so viel Engage werden sie die Fights suchen und auch, ja, denke ich mal, hoffentlich finden. Aber ich denke, es wird hier ein bisschen explosiver sein. Und ja, es ist wirklich die Frage. Auf Seiten von Hamburg hast du es halt aber einfach dann so safe. Lassen sie überhaupt da irgendwas rankommen, weil so viele Disengage-Möglichkeiten. Also wirklich, du hast auf Izuka nur Engage und auf Hamburg einfach fast nur Disengage. Also wirklich Poppy, Lee Sin, Kick, ne, Syndra mit dem Wegschubsen und halt einfach Botlane haben wir auch schon gesagt, Tornado und sonstige. Wird schwierig. Also mal schauen auf jeden Fall, wer hier wirklich zum Zuge kommt überhaupt. Und ja, weil es sind einfach an sich für die Spieler sehr gute Comfort-Picks. Ne? Also Hamburg, ich glaube, die sind alle completely fine, haben da schon so viele, so viele Spiele mit diesen Champions bestritten und genauso halt auch bei Izuka. Also ich denke mal, Striker, ich kann mir gut vorstellen, dass der Shyvana des Öfteren in Soul-Q auch raushaut und dementsprechend, ja, bin ich da echt gespannt drauf, was für Mechanics und sowas wir hier alles sehen werden und ja, wer halt wirklich, wer die Ganks herausbekommt im Early Game, weil das wird echt, glaube ich, ein großer Faktor sein, ob Chris es schafft, die Ganks zu landen, ob er wirklich seine Lanes ahead bringen kann, dass sie da natürlich dann einen kleinen Vorteil erstmal haben, weil später, oder halt einfach wirklich, wenn er, auch wenn es jetzt nicht wunderbar im Early Game läuft, ob sie es wirklich dann später schaffen, Striker gar nicht eigentlich an sich rankommen zu lassen. Ja, ich glaube, wichtig ist auch nicht nur, das Early Game zu gewinnen, sondern auch wirklich konstant zu sein. Man hat ja eben gesehen, Hamburg Early Game auf jeden Fall die Stärke und Kraft, hat dann allerdings im Laufe des Spiels nachgelassen und dann konnte Karlsruhe mit kleineren Situationen und auch wirklich wichtigen Schlüsselpunkten nach und nach das Spiel dann wieder umdrehen und das war dann das Problem, dass Hamburg dann wirklich am Ende auch das Spiel gekostet hat und da muss ich nochmal wirklich drauf sagen, es ist wichtig wirklich konstant zu sein und wirklich zu jedem Zeitpunkt die Konzentration aufzuhalten. Das sind jetzt wirklich eine halbe Stunde bis 40 Minuten maximal vielleicht, die entscheiden, ob man jetzt nächste Woche das Finale spielt oder nur um Platz 3 kämpft. Auf jeden Fall, Konzentration muss jetzt hier noch durchgehalten werden, also da noch auf jeden Fall der Kaffee, alles Mögliche jetzt ranholen, es geht hier wirklich um die Wurst, wer kommt hier ins Finale, wer
kann gegen Tribunal Esports Aachen hier im Finale dann antreten und wer wirklich muss den Kürzeren ziehen und sich mit einem, ja, bestenfalls dann noch Platz 3 zufrieden geben. Wir sind auf jeden Fall gespannt jetzt hier wirklich. Izuka Supremacy gegen TUHH Gaming, Karlsruhe gegen Hamburg, das dritte Game, das zweite Halbfinale der dritten Season dieser Uniliga. Und Mann, oh Mann, ich bin hyped, ich bin ready. Macht nochmal ordentlich den richtig fettesten Hype ever in den Chat rein, denn das ist richtig entscheidend. Und damit gehen wir ab an unsere Caster und viel Spaß. Du sagst es, Victor, Hype ist hier das richtige Wort und zwar gehypt sind wir natürlich auch. Es steht 1:1, das Halbfinale. Wer schafft es hier ins Finale einzuziehen? So, jetzt werden wir es sehen. Die Mastery-Zeichens werden gezogen und da sehen wir auch schon die erste Konfrontation. Es geht gleich los, wie das letzte Spiel aufgehört hat, mit Kampf, mit Action und mit sehr viel Konfrontation. Und auf jeden Fall, diese beiden, die wir gerade sehen, Lee Sin und Shyvana, werden hier viel, viel bestimmen, wie dieses Spiel laufen wird. Lee Sin ist einer der Picks, die sehr, sehr effektiv sind gegen Shyvana, denn Shyvana, ein Jungler, der normalerweise eigentlich früh erstmal nur farmen will, erstmal nur Jungle will. Und Lee mit seiner aggressiven frühen Phase kann Shyvana da aus der Deckung zwingen und sich Vorteile erarbeiten. Ja, genau so sieht's aus. Und eben Shyvanner, wir kennen's auch alle aus der Solo-Queue, Bloodraiser into Hydra. Sehr, sehr stark, sehr, sehr viel Schaden und auch eben danach sehr, sehr tanky. Gerade mit der Drachenform, mit der Ultimate kann man da, bekommt man da sehr, sehr viel HP und ja, also ich bin da sehr gespannt, was wir an Bild sehen werden, wie sich das auswirken wird und ob das Game, auch wenn wir gerade den kleinen Invade gesehen haben, ob das Game wieder in die gleiche Richtung geht, viele, viele, viele Kills oder ob das dieses Mal ruhiger sein wird. Ich meine, die Anspannung ist bei den Teams schon hoch, die müssen jetzt mental gut drauf sein, um dann da auch immer noch die ganze Zeit konzentriert zu bleiben in unserem dritten Spiel des Halbfinals. Und ich meine, jetzt geht's um alles. Jetzt geht's darum, wer darf nächste Woche rangehen, wer kann die Liga gewinnen oder wer hat die Chance, da mitzuspielen? Das ist hier die Frage, denn du willst natürlich nicht jetzt dritter Platz spielen. Aber die Botlane hier wieder, wie sieht's aus? Diesmal der Varus auf der anderen Seite. Thorax holt ihn sich und ich behaupte mal, ausgehend von seinem Start-Item und generell davon, dass er hier den Armor-Pen-Bild gewählt hat, dass er auch auf das Yumus gehen wird. Und damit natürlich so viel mehr Druck auf der Lane hat. Sona, Varus, wir sollten hier die Lane gegen Jinx, Janna dominieren. Janna momentan nicht sonderlich gut als Support geeignet, außer um so Champions wie Ahri oder Shyvana wieder rauszuschmeißen. Auf der Lane allerdings einfach schwächer als eine Sona. Als die Standard-Supports mit Malta, MF, Zyra oder halt auch Karma. Sona ist jetzt ja nicht ganz der Klassiker, aber auch sie definitiv stärker auf der Lane. Ja, gerade mit ihrem Power Accord Poke kann man da auf jeden Fall was machen. Trotz alledem natürlich der Janna Poke und wie wir es auch im Chat zwischendrin immer lesen konnten und wir wissen es alle, der Wassermann auf Janna, das ist ein Tier und jetzt hier in der Mitte Ice Cube gegen Ice Fox hat sein Scale of the Week mit dem Ball getroffen. Chris ist auch da, kriegt seinen Red Buff drauf, geht man da hinterher nochmal die Vega Flash. Auto-Hit für den Thunderlords und wir haben das First Blood auf Chris mit Lee Sin. Und wie gesagt, Early Game, sehr, sehr stark, sehr hohe Pressure. Jetzt muss man gucken, wie kann er das dann verwerten? Das ist ein Longsword mehr. Wie geht er damit um, dann den Vorteil auch weiter dann auszubreiten und zu vergrößern? Also wahrscheinlich, indem er weiter aktiv gankt. Ich meine, er hat auf der Botlane eine Lane, die er ganz gut ganken kann. Er hat in der Midlane bis Level 6 noch eine ganz gute Chance, auf Ahri raufzugehen, auch wenn sie noch Flash verfügen hat, kann zumindest das ziehen vor Level 6, was Simto auch schon viel Arbeit abnehmen würde. Also er hat da auf jeden Fall Möglichkeiten. Top Lane, ja, Nautilus wird Poppy konsequent in den Turm reinpushen. Das heißt, auch da könnte er ganken. Ist nur die Frage, ob man sich wirklich in das Top Lane Matchup einmischen möchte. Ich meine, im Prinzip sollte Nautilus das Early gegen Poppy gewinnen. Und so viel Druck hat man da eigentlich nicht zwischen den beiden da irgendwie einen Kill zu forcieren normalerweise. Genau, ja, beide sehr, sehr starke Tanks, extrem, werden beide extrem tanky, schon nach einem Item, sag ich mal. Und da oben wird halt nicht viel Killpressure sein und ich denke ja auch, gerade Lee Sin dann gegen, wenn das Ziel eben tanky wird, wird es dann schwierig, da irgendwie Pressure zu erzeugen. Da sollte man sich eventuell nicht drauf fokussieren. Gerade ganz Novo-lastig finde ich eben die Mitte, Ahri und Syndra, beide
extrem Snowball-lastig. Wenn die 1-2 Kills gesammelt haben oder sammeln können, sind die da sehr, sehr stark. Und wir sehen schon den ersten Drake von Shyvana. Das habe ich soweit gar nicht mitbekommen, aber auch sehr, sehr gut mit ihrer Passive. Nachdem sie ja ihr kleines Rework bekommen hat, kriegt sie da Rüstung und MR und auf der Botlane wieder die Trades. Ja, also du musst gegen eine Shyvana wirklich ein Auge auf den Drachen haben. Vor allen Dingen, wenn es auch noch ein früher Höllendrache ist. Das ist ein bisschen gewagt von Chris, dass er sich auf die Top-Lane-Seite der Karte bewegt, wenn Shyvana halt genau stark genug ist, den Drachen zu machen. Und sie probieren jetzt wirklich den Nautilus rauszunehmen. Schöner Block von Dexonie, Noah, kaum noch Mana. Und er hat keinen Flash mehr, er kommt da nicht mehr raus. Also sie kriegen hier dann den Kill, bestrafen Nautilus dafür, dass er halt wirklich in alter Nautilus-Manier Poppy in den Turm pusht. Aber im Gegensatz zu den meisten Nautilus-Toplane, die das machen, dann auch einen Ward hat. Hat er selber nicht. Kein Ward, keine Ahnung, dass Lee Sin kommt. Und damit natürlich gut bestraft, müssen aber trotzdem die Augen auf Shyvana haben. Shyvana ist ein Power-Farmer, Shyvana ist ein unglaublich starker Jungler. Und vor allen Dingen, du hast es gesagt, diese Bonus-Resistenzen machen sie, wenn sie ein, zwei, drei Drachen abräumt, zu einem Monster. Ja, genau, wie gesagt, das sind immer, ich hoffe, ich täusche mich nicht, immer 5 Armor und 5 Magieresistenz. Und das ist natürlich dann auch schon nicht wenig, wenn ich sage, okay, wie im letzten Game, ich bekomme 3, 4 Drakes zusammen. Das ist nicht wenig. Und dann kann man auch sagen, es ist vertretbar, wenn ich dann in meinem Item-Bild etwas offensiver variiere, weil ich ja durch die Passive so viel Schaden bekomme. Wenn man so viel Resistenz bekommt. Das ist gut möglich, ja. Also, ich denke, hier wird Chris dann eben noch vorsichtig sein müssen, wenn der nächste Drake kommt, dass man da Vision generiert oder eben die eigene Botlane, dass der Wassermann da eben mal einen Ward stellen geht. Und einer steht ja schon da von seitens Karlsruhe. Also, ich denke, da muss man jetzt drauf achten, das ist halt jetzt mal passiert. Ein Drake ist jetzt nicht so super wild, es ist zwar ein Höllendrache, aber ich denke, damit kann man dann schon umgehen. Noch kann man das auf jeden Fall, denn der Höllendrache ist ein Drache fürs Mid- und Late-Game. Und ja, das ist weit, weit weg vom heimischen Hafen, Noah. Wieder Noah erwischt und wieder natürlich kein Flash, denn er ist noch nicht wieder ab. Das heißt, sie kriegen den sicheren Kill. Shyvana kommt dazu, aber auch Syndra ist da. Striker hat sich da eventuell zu weit rausgewagt und muss flashen, muss sich in Sicherheit bringen. Und damit kriegen sie nicht nur den Flash von Shyvana, sondern auch noch den Kill auf Nautilus, haben aber dafür auch den Ghost von Ice Cube einsetzen müssen. Ja, ich denke vom Trade her aber sehr, sehr worth gerade. Wir haben es eben gesehen, nach dem First Blood ist Lee Sin weggegangen, Chris, und hat sich den Caulfields Kriegshammer gekauft, der natürlich auch die 10% Cooldown Reduction bringt und das bringt den Schneeball ins Rollen, sag ich mal. Und ja, Lee Sins starke Phase geht noch ein kleines Stück, also da bin ich mal gespannt, ob er da vielleicht was in der Mitte auch gerade gegen Ahri machen kann. Weil sie natürlich auch auf Catches aus ist für den späteren Spielverlauf dann. Das könnte einen Domino-Effekt auf jeden Fall auslösen. Ja. Und dass die Top-Lane töten, ist für Poppy nur Medi- oder für das Matchup da oben nicht ganz so wichtig. Poppy hat dadurch die schwache Phase, wo Nautilus sie konsequent in den Turm reinprügelt, hat sie dadurch ganz gut überstanden und wird halt jetzt langsam mit den kommenden Items im Prinzip besser gegen Nautilus vorgehen können, da sie jetzt auch selber ein bisschen Wave Clear, ein bisschen AOE mitbringt. Von daher hat das gut geholfen. Der große Vorteil aber vor allen Dingen auch ist, Lee Sin ist jetzt 2-0. Sie haben einen Snowball-lastigen Jungler, der 2 Kills hat. Das heißt, der kann natürlich jetzt viel, viel mehr machen. Und den nächsten Drachen, den werden sie auch nicht aufgeben. Das würde mich sehr, sehr wundern. Großes Problem hierbei natürlich wieder. Dings, Varus, Unterschied. Dings ist wieder ein skalierender AD Carry. Das heißt, Thanatos wird einfach weniger Schaden machen als Thorax in den Teamfights. Und von daher muss man da natürlich beim Drachen aufpassen. In Kombination mit der Sona, mit dem AOE. Muss man sich vorsehen. Also ich denke, das wird auf jeden Fall eine explosive Angelegenheit. Vor allen Dingen, der nächste Drache ist ein Wolkendrache. Das heißt, man will den Drachen gar nicht mal unbedingt haben, weil man den Buff will. Man will ihn aber haben, damit Shyvana den Buff nicht oder die Passive nicht weiter aufwerten kann. Genau so, wie eben schon vorhin gesprochen. Und gerade wegen dem Botlane, weil du es eben gerade über die AD Carries hattest, Varus ist tatsächlich mit der Träne dann wiedergekommen. Siehst du das so, also jetzt mal so als Frage, siehst du das eher als eher so lala oder ist es trotzdem noch effektiv, weil dann eben, wenn sie gestackt ist, geht zwar nicht so schnell wie bei einem Ezreal, der das vielleicht 20. bis 22. Minute irgendwann fertig hat, aber sobald dann das Muramana fertig ist, auch dann ist der Poke halt super, super stark. Da, ja, also, wie siehst du das so?
Das, also, es ist ja ein Standard, oder es ist ja das Standardbild momentan auf Varus. Das Interessante ist halt, wie du schon gesagt hast, ein guter Vergleich zu Ezreal. Ezreal baut die Tränen sehr früh aus. Du willst die Tränen des Muramana als erstes Item ausgebaut haben oder als zweites spätestens. Je nachdem, ob du die steigende Reinigkeit vorher fertig baust, / den Hammer, den Reißer. Gauntlet? Genau. Handschuh, Hammer, warum auch immer. Bei Varus ist es so, du nimmst eigentlich die Träne und dann kaufst du deine Standard-Item. Dann kaufst du Yomos, dann kaufst du Sonne Nacht noch weiter, weil du halt vor allen Dingen diese Lethality willst. Du willst diese Rüstungssystem haben und ignorierst die Träne einfach, bis du es als drittes oder viertes Item ausbaust. Also bei ihm ein interessanter Buildpath, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, denn es kostet dich nicht viel und gibt ihm halt einfach die Möglichkeit, ihre Kurs zu benutzen. Flash Kick trifft nur Sona, aber trotzdem mit dem Crescendo einfach super gut gearbeitet. Vielleicht kriegen sie sogar noch mehr. Chris muss rausgehen, die Botlane ist erschöpfen, macht Jinx komplett nutzlos. Und das war, wenn man bedenkt, dass es ein 3 gegen 2 war und Chris gerade so überlebt hat, richtig knapp. Jetzt Shyvana auf der Toplane gegen Dexonin. Dexonin bedrängt, es muss zum Turm, aber Shyvana stark, schön gemacht. Zwei hochgeworfen mit der Ulti, aber er wird trotzdem fallen. Probiert sein Möglichstes, aber es reicht nicht. Striker kriegt den Kill und sie holen sich jetzt hier den Drachen unten, immerhin als kleines Trostpflaster. Genau, und wir haben es auf der Toplane gesehen. Das ist schon, es war sehr, sehr knapp. Also, Dexonin mit seiner E wollte eben Striker vielleicht nochmal gegen den Tower werfen, aber das hat leider nicht geklappt, hat nicht gegen den Tower connected. Das war, denke ich, eine Millimeter-Entscheidung und man hat sich den Kill holen können und kriegt auch den Top-Lane-Tower, was dann das Tower First Blood ist, oder? Es könnte sehr knapp werden, ob sie denn jetzt noch ein bisschen tanken. Und ja, den kriegen sie, haben sie sich zu zweit aufgeteilt. Das ist nochmal ein guter Vorteil für beide Seiten. Und ja, man hat den Drake bekommen. Ja, ist ein Cloud-Drake, ist okay, aber wichtiger ist, man hat ihn Shyvana denied, weil eben sie damit so scaled, wie wir es vorne eben schon angesprochen hatten. Du siehst auch auf der Botlane sieht man halt auch das große, große Mismatch, den großen Unterschied wirklich. Jinx, Jenna und Varus Sona. Es war halt von Chris eine gute Idee, seine 2-0 aktiv einzusetzen und vor allem diese Jinx irgendwie nach vorne zu bringen. Aber das Problem ist, Jinx macht so viel weniger Schaden, Jenna macht gar keinen Schaden. Und dann hast du auf der anderen Seite Sona und Varus, die brutal viel Schaden machen. Vor allen Dingen auch die Schadensspitzen von Jinx sind sehr viel später als die von Varus. Varus hat jetzt schon eine gute Portion Schaden. Er hat jetzt schon die erste Rüstungsbeschädigung fertig, hat gleich nochmal dieses Ghostbild. Aber Xenon war zu tief im gegnerischen Jungle und Tanato kriegt den Kill. Perfekt gelaufen. Besser kann es gar nicht gehen für TUHH. Sie kriegen alle einen Assist. Und Tanato kriegt sogar noch den Kill. Genau, also konnte er sich hier mit seiner W abholen, der Lord Tanato. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für ihn, dass auch er vielleicht ein bisschen dagegenhalten kann, gegen die Early Pressure, die da eben der Varus hat. Und eben zur Situation, die auf der Botlane war, wo du meintest, auch Chris ist halt gekommen, um eben den Vorteil zu bringen, um eben zu sagen, okay, Tanato, sobald der da ein bisschen gegenhalten kann, ist die Lane da unten, die kann er dann quasi, ja, was heißt außen vor lassen, aber ein bisschen sich auf andere Lanes eben fokussieren, aber von beiden Seiten auch schön gespielt. Xenon mit einem sehr, sehr guten Crescendo und konnten das eben disengagen. Das ist halt eben das, was vorhin wir eben schon angesprochen hatten. Jetzt sehen wir auf der Toplane. Nein, kommt hier ganz normal weg. Das ist das, was wir eben vorhin schon angesprochen hatten. Die Pressure, die dann da einfach herrscht, wenn man Janna hat oder eben nicht. Naja, ob das alles noch so glimpflich abläuft, ist die Frage. Also Ahri war da, die Jinx-Rakete war da, sie haben ja wirklich viel nochmal hochgeschossen, um das irgendwie zu kriegen. Und das ist halt wirklich viel Fokus auf die Toplane. Und du musst dir das Duell anschauen. Nautilus ist, obwohl er 0-2 steht, vorne im Farm. Nautilus hat keine Probleme und auch Poppy kann nicht viel machen. Also außer Kills für Lee Sin oder Syndra zu holen, bringt ihn das nicht viel. Und man sieht, wie schwer das ist, da wirklich sich durchzusetzen. Die Botlane zum Beispiel von Sona und Varus pusht gerade rein. Die wird auch immer wieder diejenige sein, die Druck macht. Guckt, ist ein Schaden von den Varus-Kuren. Da kann Jinx einfach nicht mithalten und da wäre vielleicht die Überlegung, ob man nochmal probiert, Botlane zu ganken. Ich weiß, es ist unangenehm, wenn man gerade gegankt hat und es so schief gelaufen ist, aber an sich ist das die beste Möglichkeit. Oder vielleicht doch nicht! Da bietet sich die Shyvana an! Das nimmt man doch gerne mit. Da war Striker komplett out of position. Also, reinzulaufen, das kann er so eigentlich nicht machen. Aber gut, ist jetzt eben so passiert. Eigentlich nicht, aber er macht's. Ja, genau. Das ist, glaube ich, das Problem.
Ja, definitiv. Und wir sehen auch von den Item-Builds her die Top-Lane identisch. Also ist auch vom Matchup her relativ ähnlich. Die werden sich wahrscheinlich auch denken, ja gut, wenn da oben der Fokus ein bisschen mehr wird, dann gehe ich eben auch gerade gut wegen dem CC. Denn eben die Mercury ist ein bisschen MR. Das Verhindern oder das Rauszögern des CCs quasi durch die Schuhe und dann halt eben Sunfire Cape ist klar. Mit Barmys Glutstein ist der Wave Clear höher, man lässt sich weniger einpushen auf seitens Poppy. Und dass man da eben versucht, noch was zu machen, obwohl eben der Tower oben schon weg ist. Ja, wieder ist es Lee Sin Toplane. Chris, er scheint zu sagen, ich habe eine persönliche Abneigung gegen Liam Noah. Mit seinem Rumble hat er uns im letzten Spiel so unglaublich in Probleme in die Bredouille gebracht. Da muss ich was gegen unternehmen, der hat meinen ewigen Hass verdient. Wenn man sich jetzt aber anguckt, was Thanatu hier gerade auf der Botlane immer wieder abkriegt, wie viele Probleme der teilweise mit dem Schaden hat, dann sollte man sich das überlegen. Klar, vom Farm her ist der gleich, was sehr gut ist natürlich. Denn ja. Jinx wird immer mehr skalieren und unabhängig... Oh, Flash Crescendo! Ich habe nichts gesagt, Jinx skaliert gerade in den Tod, wenn das Q noch trifft, aber er hat kein Mana mehr. Thorax kann das nicht mehr nutzen und Thanatu überlebt das Ganze mit der Heilung, dem Flash und dem Monsoon. Das war eine ganz knappe Kiste. Und da kam halt auch nochmal Ice Cube zur Sicherheit. Hat aber bis jetzt sehr viel Lehrgeld bezahlt. Er ist Toplane geroamt, er ist Botlane geroamt. Und in der Zeit hat Ice Rocks einfach in der Mitte gesessen und gesagt, okay, ich farme. Ich bin zwar Ahri, ich bin zwar super mobil auf der Karte, aber ich möchte gar nicht. Ich farme einfach vor mich hin und fange dann irgendwann an mit meiner Ulti und meinem W AD Carries zu one-shotten. Ja, also, das ist auf jeden Fall schwierig. Und gerade eben, wenn Chris die Toplane und Liam Noah so am Fokussieren ist, wäre es, denke ich, gar nicht so schlecht, wenn dann eben Striker versucht, dann irgendwo anders auf der Karte irgendwo zu aktiv zu werden, weil er dann halt selber... Er ist halt viel am Farmen und man sieht es auch, es sind 30 CS halt Unterschied so, das ist nicht wenig, aber ob das eben dann den riesen Unterschied macht, das ist... Ja, das ist schwierig, also wir sehen auch von den Items her, hat er eben schon seinen Bloodraiser und hat jetzt Yharim's Fist mit den zwei Longswords, also wird es wahrscheinlich die titanische Hydra werden und... Ja, dann eben mit dem Out-Hit-Reset und dem On-Hit-Schaden ist dann natürlich viel machbar. Aber wie wird das dann übertragen können? Weil bis jetzt hat er nicht sehr viel Impact aufs Spiel. Und ich muss sagen, das ist schon eigentlich ein solides Item-Build auf Shyvana. Also, das ist definitiv ein Item-Build, was man auf Shyvana bauen würde. Und was, wenn er nach dem zweiten offensiven Item, wobei das die Titan-Hydra noch halbwegs offensiv ist und dann auch sehr viel Leben gibt, wenn man dann noch tanky geht danach, was wirklich ein gutes Bild ist. Vor allen Dingen, wenn er immerhin einen Drachen vielleicht noch die Chance auf einen zweiten bald dann kriegt. Aber immer wieder Botlane, die Pfeile von Varus, wenn sie treffen, sie tun immer und immer mehr weh. Wahnsinnig viel Schaden. Ja, interessanterweise geht er jetzt hier nicht auf das zweite Lethality-Bild, aber erstmal Botlane der Gank. Ja, Chris ist jetzt da mit dem Kick auf 10 und hat ihn hier abgeholt. Jinx kriegt hier einen Reset. Man hat hier Shyvana nicht spotten können, die ist aber auch da und wieder roamt Ice Cube. Dieses Mal ist Ice Fox mit dabei, aber der dreht gleich wieder um und sagt sich, okay, den Farm hole ich mir und will vielleicht ein bisschen gegen Tower pushen. Ob man da hätte re-engagen können, weiß ich nicht. Hätte natürlich klappen können. Meanwhile, Toplane, wir kennen es alle, das Tank-Duell. Nautilus teilt aber ganz schön gut aus. Also, das ist hier nicht schlecht. Ob da ein Kill rauskommen wird, ich bin mal gespannt. Jetzt wieder Poppy am Drücker. Ja, das zieht sich in die Länge, wir kennen es halt. Ein Tank-Duell. Aber ein Tank-Duell, wo einer stirbt oder doch nicht nur rausgegangen aus dem Turm und hätte es fast noch geschafft, aber gerade so Dex und ihn, die Minions können es nicht beenden und er überlebt mit mehr als 0 Leben, aber auch nicht viel mehr, denn das waren glaube ich 2-3 Leben, die er noch hatte. Ja, sehr, sehr knapp auf jeden Fall. Ich denke mal, auch sehr, sehr gut reagiert gerade nochmal mit der Nautilus Ultimate, dass er da vielleicht nochmal den CC rausbringen wollte, aber das hat natürlich dann eben nicht gelangt und wir haben eine 2-1-2 Poppy, also das ist schon nicht schlecht. Hat jetzt hier die Geisterkutte gekauft, also dem Zündjuwel dann Richtung Geistessicht natürlich wie auch anders zu erwarten und währenddessen Botlane, Thanatu und Wassermann recht weit vorne. Striker ist jetzt da, aber der dreht gleich wieder um. Der ist vom Ward gespottet worden, hat hier da keine Chance, irgendwas zu ganken. Und er hat lange seine Ultimate ab. Also er könnte theoretisch irgendwo versuchen, ein Play zu starten mit der Ultimate. Quasi eine Art Insect zu bekommen, um in Richtung eigene Tower den gegnerischen Champion oder die gegnerischen Champions zu werfen. Aber bis jetzt sagt auch er sich, wie seine Midlane, ich farme lieber.
Ja, ich meine, das hat sich ja bis jetzt zumindest nicht negativ ausgewirkt für IceFog selber, aber für den Rest des Teams. Denn auch wenn sich bei IceCube nur dieser eine Assist auf dem Stats sehen lässt, er war zweimal auf der Botlane und hat verhindert, dass da irgendwas passiert, indem er einfach da war und die Gegner nicht reingehen konnten, nicht mehr machen konnten. Er war einmal oben, hat da geholfen und ist trotzdem halt im Farm gleich. Und IceFox hat eine Ahri. Das ist ein Champion, der eigentlich dazu gedacht ist, ab Level 6 zu roamen, aktiv zu werden auf der Karte. Sie können Botlane diven, sie haben Sona, Varus. Flash Crescendo, Varus Ulti hinterher, Ahri geht drauf, irgendwer ist tot. Einfach so. Es ist, weder Jhana ist tanky, noch ist Jinx tanky. Die haben super das Dive-Potenzial. Also, da muss ich sagen, IceFox muss aktiver werden auf der Karte, denn er kann nicht den gleichen Farm haben wie eine Syndra, die permanent auf der Karte roamt und für ihr Team hilft. Und sei es halt nur, dass sie beim Drachen dabei ist. Sie hat ja davor auch beim Drachen geholfen. Alles Sachen, wo Foxy sich das nicht auf die Fahne schreiben kann. Thorax weicht aus, das Q trifft ihn, aber der Sprung kommt nicht. Er stirbt zwar so fast, aber überlebt das Ganze noch lang genug. Und der Teleport von beiden Toplanern. Nautilus kommt durch, ist jetzt ganz alleine gegen vier. Wirft jetzt hier nochmal Lee Sin hoch. Aber was will er machen? Sein Team kann nicht hinterherkommen. Den hätte er vielleicht abbrechen sollen. Er ist tanky, aber er wird trotzdem fallen. Thorax hat hier sein Möglichstes versucht, irgendwie noch Liam Noah am Leben zu halten. Aber diesen Teleport hätte er abbrechen müssen. Da darf er nicht wieder reingehen. Vor allen Dingen, wer ist unten? IceFox ist nicht unten. IceCube ist unten. IceFox muss aktiv werden. Der Turm hat fast volle Leben in der Midlane. Und immer wieder ist IceCube auf der Botlane. Da muss er was machen. Und genau das ist das, was du eben angesprochen hattest. Da ist einfach, das ist einfach auch vom Decision-Making her. Oh, jetzt hier getroffen, nochmal das Fuchsfeuer hinterher und kannst dich abholen, kriegst nochmal Tower-Shot. Aber da war der One-Shot auf Ice Cube da. Hier am Red Buff wird auch gefightet. Hamburg, ja, Hamburg geht hier wieder raus. Na, was ich zum Decision-Making sagen wollte. Also, du hast da zwei Möglichkeiten als Midlaner. Entweder Ahri rennt gleich hinterher. Oder sie lässt es bleiben und pusht. Und das ist eben beides nicht passiert, weil sie gewartet hat, hat ein bisschen in die Wave reingepusht und ist dann losgelaufen und hat irgendwie gar nichts gemacht. Also sie hat da XP verloren, Farm verloren und hatte keinen Impact. Und das ist schwierig, gerade eben, weil sie so mobil ist. Auch wenn der Catch jetzt sehr, sehr gut war. Und wo wir von Catches sprechen, vorsichtig, diesmal ist auch Liam Noah zur Stelle ohne Teleport. Er ist einfach gelaufen. Denn Striker hat sich gesagt: Mein Farm ist unter dem eines Laners, das kann nicht sein. Ich muss noch ein bisschen farmen. 145 bei ihm schon. Und er will natürlich jetzt hier Poppy und Nautilus einholen. Allerdings Dexonin so unglaublich tanky schon. Und der prozentuale Schaden von ihm tut halt dann auch einer Shyvana weh. Ja, und was relativ untypisch war jetzt in den letzten Spielen von Hamburg selber, dass sie eben auf der Lane gut, auch ein sehr großer Wehrdienst von Chris, der sehr, sehr stark ist mit Lee Sin und sehr, sehr gut von seinen Pathings her ist. Aber das hatten wir relativ selten, dass Hamburg so auf der Lane, ich sag mal, dominant ist oder sie mehr oder minder auch gewinnt. Weil eben meistens die Laning Phase war so, okay, war gut, aber die Teamfights sind extrem stark. Und ich glaube, dass das später eventuell, wenn Karlsruhe da nicht perfekt reagiert, schwierig werden könnte oder zu dem Problem werden könnte. Der nächste Botlane-Gank steht schon wieder an. Also Chris hat jetzt, nachdem er anfänglich Toplane heimgesucht hat, hat sich jetzt ganz klar auf die Botlane eingeschossen und es funktioniert. Sie kriegen immer wieder die Unterstützung von IceCube und guck dir das an. Dexony braucht keine Hilfe Toplane mehr. Der ist groß, der ist erwachsen, den haben sie genug gefüttert, der ist eine große Poppy geworden. Und vor allen Dingen das Interessante, der Toplaner ist in der Midlane und der Jungler probiert die Toplane zu halten, was nicht so optimal funktioniert, wie man sieht. Also Striker muss seine Ulti defensiv einsetzen und Ivana sollte vor allen Dingen beim Drachen eigentlich sein und nicht oben auf der Toplane. Also merkwürdige Zuweisung, was die Champions angeht, auch wenn Nautilus natürlich keinen Teleport hat zum Split pushen. Den Drachen, den sollten sie aber umsonst bekommen. Zum Leid von TUHH ist es nur ein Wolkendrache, aber mit zweien sieht man schon, sind sie richtig, richtig schnell. Richtig, und jetzt sehen wir hier, der Charm hat getroffen. Liam Noah steht jetzt mittendrin. Der Skeletor Weak, der hat einen 5-Mann-Knockup getroffen. Jetzt ein 4-Mann-Crescendo hinterher. Der CC ist sehr gut, aber der Schaden fehlt irgendwo. Und jetzt ist Liam Noah erstmal raus. Lee Sin hat den Kill hier bekommen. Und der nächste CC auf IceFox. Und der platzt natürlich auch Jhana mit der Ultimate hinterher, dass nochmal der Heal rauskommt. Und jetzt kann man dann den Midlane T1 bedrohen. Man hat sich zwei Leute abholen können. Also wieder die Teamfights sehr, sehr gut. Trotz
dass Karlsruhe, trotz dessen, dass Karlsruhe so extrem viel CC rausgebracht hat und sie move jetzt Richtung Baron, also 24. Minute, den kann man sich schon mal nehmen. Ja, ich meine, nimmt man immer gerne, wenn man gerade Kills, Türme bekommt, man dann auch noch einen Baron obendrauf, das Gold, die Push-Power. Gerne will man haben, vor allen Dingen mit einer Poppy, die jetzt richtig gut im Spiel ist. Du hast eine Poppy, die jetzt Split pushen kann, die Türme einreißen kann, der oben steht nochmal gratis Gold, der obere Turm lebt noch, den kann Poppy ganz problemlos einreißen. Oder sie gehen sogar jetzt noch hoch. Dann hast du natürlich jetzt Jinx. Jinx, 3-0, die fängt langsam an, richtig reinzuhauen. Sie sind ja 0-1-4, mein Gott, sie hat zwar jetzt vielleicht nicht die Kills, aber sie hat einen soliden Farm und kriegt langsam ihre Items. Vor allen Dingen mit dem Baron hat sie jetzt auch noch ein bisschen Bonusgold bekommen. Und Jenna ist hier auch gleich wahrscheinlich fertig mit dem... Ja doch, da hat er es fertig. Befreiungsschlag genau. Ist fertig gebaut und dementsprechend auch da gut ausgebaut. Also eine super Situation für TUHH, um dieses Spiel jetzt hier voranzutreiben. Ja, und wir sehen es auch von Lord Tanato, der geht hier dann auch direkt nach seinem Runans und sein Infinity Edge, das er sich gekauft hat, geht er jetzt auf das nächste Attack Speed Item, also da geht der Schaden halt dann schon, zumindest fürs Early erstmal ziemlich durch die Decke, aber wir dürfen es nicht verachten, Shyvana scaled in Slate, aber sie geht nicht tanky, auch wenn wir hier aufs Item schauen, wir sehen hier das Bilge Wasser Intermesser, also das wird wahrscheinlich ein Blade of the Ruined King. Macht zwar extrem viel On-Hit-Schaden, aber sie wird dadurch nicht tanky. Und das könnte das gleiche Problem sein, das wir im ersten Spiel hatten, als Striker eben Warwick gespielt hat. Da war seine E da, hier Skeletor Weak Ultimate von Ice Cube. Xenon wurde da einfach zerstört. Ice Cube wird jetzt hier auch abgeholt von Ahri, die ist richtig stark. Jenna hier die Redemption nochmal abgekriegt. Hier haben sie sich quasi gegenseitig gecatcht. Und mal Glück gehabt, dass Ice Cube da nochmal. Karlsruhe sich da nochmal Ice Cube abholen konnte und jetzt kann man mit dem Baron wieder pushen, ist zu viert unten und Shyvana steht dahinter. Ice Fox jetzt hier getroffen, man kann hier rangehen, Poppy wieder mit dem CC, Shyvana springt hier mit der Ultimate rein, dreht hier nochmal ab vom Lee Sin, der springt nochmal rein mit dem Re-Engage, es ist sehr sehr viel CC mit dem Spiel und Jinx kriegt ihre Resets, das ist das, was wahrscheinlich so gewollt ist, immer Reset, Reset und Kill, die im Norbert vielleicht auch noch dran sterben, es kommt immer eine Rocket hinterher und Xenon versucht hier nochmal was zu machen und das könnte ein Inhibitor Tower in der 27. sein. Das sieht sehr gut aus und auch wenn Thanatos gerade eben Melee Jinx gespielt hat und in die Gegner reingerannt ist, mit den Schilden, mit dem Heal von Janna und vor allem mit dem riesigen Vorteil, den sie haben, 9000 Gold, damit reicht es trotzdem, er ist stark genug, er hat fast drei Items fertig, er ist 5-0, sie haben den Befreiungsschlag. Und vor allen Dingen auf der anderen Seite, der komplette Burst von Ahri ist halt auf Ice Cube rausgeschossen worden. Und Striker, hab am Anfang gesagt, es ist ein normales Bild, es sieht so aus, als würde er sich an das klassische Bild halten. Ich nehme alles zurück, er kauft einfach ein weiteres Damage-Item und ist damit wieder super, super anfällig. Man sieht's, wie schnell er stirbt. Und ich meine, es ist ja eigentlich kein schwer zu behebender Fehler. Du siehst, du stirbst schnell, kauf dir defensive Werte. Ja, richtig. Gelöst. Und da fehlt ihm auch, also auch dafür, dass er so wenig Impact im Early hatte und gefarmt hat, so viel Farm, ist das nicht. Jetzt hier der Catch of Poppy, die hat schon ihr GA, kann hier nochmal mit der W rauskommen. Die Chopper von Jinx sind auch raus. Und Ice Cube jetzt hier oben wieder auf Striker. Chris ist auch dabei, die Skeleton Weak nicht getroffen, die W hinterher, nochmal Ultimate und Chris kriegt hier aber nochmal den Kill. Und man kann Toplane T2 pressuren, die spielen das richtig kalt und gut runter. Das ist solide, also sie lassen sich jetzt. Ich meine, ganz ehrlich, nach den ersten beiden Spielen müssen sie jetzt auch mal zeigen, dass sie sauber gewinnen sollen. Denn es geht jetzt darum, ins Finale einzuziehen. Und ich meine, wenn das Gegnerteam mit 2-0 im Finale steht und das Ding super sauber in kürzester Zeit beendet hat, das Halbfinale. Und man selbst hier so arg zu kämpfen hat, da muss man natürlich zeigen, dass man im dritten Spiel, dass man eigentlich hier auf jeden Fall ein Konkurrent ist, dass man solide spielen kann, dass man fehlerfrei spielen kann, dass man mit Druck und Koordination das Ding runter spielen kann. Das muss man halt zeigen und das machen sie gerade. Hier dafür gesorgt, dass ein Carry weg ist, auf den Turm gegangen, Warungs-Ulti bringt hier komplett gar nichts und die Verzweiflung.
die setzt zu. Denn Ahri trifft jetzt hier Janna, probiert was zu machen, aber ignoriert komplett Jinx. Jinx nimmt sie hier raus zusammen mit Lee Sin. Und jetzt können sie weitergehen auf Varus, die Crits sitzen. Varus muss zurückgehen. Und damit eröffnet sich natürlich der Weg in die Base zu dem zweiten Inhibitor. Nautilus versucht zu verteidigen. Nicht seine beste Idee, der war doch schon offener Inhibitor. Da können sie nicht mehr drum kämpfen. Aber auch er fällt jetzt hier. Striker, man sieht, wie wenig er tanken kann. Er wird rausgezwängt, kann da auch nicht mehr bleiben. Und das sollte jetzt reichen, um hier die Inhibitoren zu knacken oder vielleicht sogar noch einen Kill zu holen. Er kriegt ihn nochmal, Thanatou holt sich hier den nächsten mit seiner gefeedeten Jinx, räumt einen nach dem anderen ab. Und Striker, der probiert im Prinzip nur nochmal Bait zu spielen, abzulenken von dem Inhibitor und sagen, ich bin viel interessanter als so ein Inhibitor, als so ein Nexus. Aber es reicht nicht, denn sie kriegen Striker und den Nexus und das Spiel und das Match und damit natürlich auch den Einzug ins Finale. TUHH 2:1 gegen das Team von Izuka. Und davon von mir auch nur herzlichen Glückwunsch. Das war sehr, sehr, sehr gut gespielt von Hamburg an der Stelle. Und wir geben zurück an unsere beiden aus der Analyse-Ecke, an Victor Neuserino und Probably. Ja, danke auf jeden Fall dafür, Nils. Und ja, krasse Aktion. Also wirklich jetzt mit so über so einer Leistung einfach mal jetzt hier das, den zweiten Sieg einzuholen, ist schon echt Respekt an Hamburg auf jeden Fall. Da auch nochmal direkt, ne? GG, well played natürlich auch von uns. Und ja, also sie haben ihre Comfort-Picks bekommen. Wir haben die kommen schon vorher gesehen in der Liga. Und ja, Izuka hat versucht mit dem Shyvana-Pick, mit Nautilus Top-Lane alles, aber ja, leider der Chris mit dem Lee Sin, er hat einfach die Leute überall kaputt gegankt und dadurch ja haben sie dann das dritte Game jetzt hier dominierend gewonnen. Ja, das ist auf jeden Fall das Hamburg, was wir auch in der letzten in dieser Season gesehen haben, einfach von Anfang an dominant durchgespielt. Sie hatten jetzt nicht die Situation, dass es gegen Ende immer weiter rausgegangen haben, sondern einfach direkt runter gespielt. Weil ich allerdings eine kleine Sache anmerken möchte, Teams, wenn das Spiel vorbei ist, wir hatten das Thema schon mehrmals, dann bitte spoilert nicht im Chat, weil ich habe jetzt nur timeoutet, aber das nächste Mal wird es auch in der Liga Konsequenzen haben, weil das einfach eine Sache ist, die haben wir schon mehrmals besprochen, das muss nicht unbedingt sein. Ich weiß, ihr freut euch, dass ihr gewonnen habt, aber bitte lasst den Zuschauern auch den Spaß. Ja, auf jeden Fall, das muss gesagt sein und ja, also gehört sich halt einfach nicht, wir haben diesen 3-Minuten-Delay, wir sind hier nicht von Riot leider, also da ist aber noch ein Pärchen. Und dementsprechend, ja, wisst ihr Bescheid. Ja, das war auf jeden Fall aber das zweite Halbfinale. Und damit haben wir auf jeden Fall, stehen unsere Finalisten fest. Wir können ja, denke ich mal, damit nochmal kurz ins Bracket hineinschauen und uns nochmal die Playoffs im Ganzen betrachten. Und ja, vielleicht, Tim, kannst du uns da durchführen? Ja, das auf jeden Fall. Wir werden nächste Woche im Spiel um Platz 3 Koala Gaming Bielefeld gegen die jetzigen Verlierer Izuka Supremacy sehen. Und dann im großen Finale haben wir Tribunal Esports Aachen gegen die UHH Gaming, die wir dann auch in Bayreuth streamen werden. Ja, ganz genau. Also da nochmal die Information dazu, das Finale in Bayreuth. Habe ich schon jetzt öfter erwähnt. Ihr könnt da einfach Ausrufezeichen Finale in den Chat klatschen. Dann kriegt ihr da die Veranstaltung auf Facebook. Und ja, das wird auf jeden Fall nochmal richtig interessant. Ja, also Tribunal Esports auch schon gestern haben auch eigentlich eine solide Performance geleistet mit ihrem 2-0. Also, ne, sag ich mal, wirklich entscheidend hier sind die da durchgefahren und man muss sagen, Hamburg eigentlich hätte es auch ein 2-0 sein können. Also, ne, das zweite Game war da einfach nur wegen einem blöden Teamfight im Late Game ist es dann in die Hände von Izuka gerutscht und dementsprechend sehen beide Teams ziemlich stark aus im Finale, also richtig stark. Und da muss man halt echt aufpassen, man hat es ja jetzt schon gesehen. Ne? Also jetzt einfach, allein schon der Lee Sin jetzt hier von Chris, wieder ist einfach so eine Message ins Finale, da muss sich Tribunal Esports Aachen dann, denke ich mal, ja, ein bisschen Gedanken machen, lassen wir ihn Lee Sin spielen oder nicht. Hat ja in beiden Spielen da gut performt und ja, wird auf jeden Fall sehr interessant sein, was natürlich dann da nochmal auf uns zukommen wird. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, jetzt im Großen und Ganzen viel zu analysieren bei diesem Spiel gibt es jetzt leider nicht. Also da war wirklich halt einfach, ne, Gangs saßen und dadurch hat halt einfach dann Hamburg das Game wie schön eine Checkliste, einfach die Häkchen, ist die Liste durchgegangen und hat halt einfach, ne, ganzen Objectives genommen und dadurch das Spiel halt auch gewonnen. Und ja, dementsprechend würde ich mal sagen, ich freue mich schon richtig hart aufs Finale. Ja, ich auch. Das heißt, wir würden jetzt heute euch mal in den gewohnten Feierabend entlassen. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche.